Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen jetzt Need for Speed Payback. Der Vorgänger oder der letzte Teil ist ja schon wieder 2 Jahre her. Der lief überragend hier auf dem Kanal. Über 700.000 Aufrufe der erste Part, fast 10.000 Likes. Wenn es nur annähernd nochmal so krass laufen würde, das wäre ein Träumchen, Leute. Das eine oder andere Auto hier im Payback wird auch ein Träumchen sein. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, dass wir uns die Karren mal reinziehen, das Spiel mal reinziehen. Und ihr wisst ja, neues Projekt. Solltet ihr Bock drauf haben, lasst eine Bewertung da. Ich setze auf jeden Fall auf euren Support, wenn ihr Bock habt, dass die Reihe hier fortgesetzt wird. Wir spielen das Ganze im Moment auf der Xbox One. Ich weiß nicht, ob ich nochmal wechsle, denn die EA Access Version gibt uns ja die Möglichkeit, ein paar Tage vor Release mal reinzuschnuppern in die Vollversion. Allerdings zeitbegrenzt. Ich habe das schon mehrfach erklärt, gerade bei FIFA oder Battlefield und so weiter. Nur nochmal für die Leute, die da vielleicht nicht Bescheid wissen. Das Programm gibt es ja nur auf der Xbox. Und ja, Leute, wie gesagt, ich hab Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Und let's go! Ach Tai, du weißt, dass du verlierst. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Okay, let's go, Leute. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte Bestraps Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich hab Max seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Okay, Moment. Ganz kurz, Leute, ganz kurz. Muss ich hier erstmal Audio und so weiter einstellen, weil das doch schon relativ leise ist. Man keine Untertitel hat. So. Hey, ja, natürlich, Audio, so. Genau so muss es, Leute, so muss es sein, das ist vorbildlich. Ja, das ist vorbildlich. Und so. Stimmen lauter, so. Okay, let's go. Über den größten Job aller Zeiten, aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Ja, nice! Fließender Übergang! Ja, geil! Alter! Schätzchen, jetzt lernst du fliegen! Oh nein! Ich hab die Rampe verpasst! Woo, die allerdings nicht! Nice, Alter! Nice! Also, ich hab auf jeden Fall echt mal wieder Bock auf ein Rennspiel. Let's play! Gab's ja einiges dieses Jahr, allerdings sehr viel in Richtung Simulation und da habe ich jetzt nicht so Bock, das zu Let's Playen zumindest. Wenn du nicht so ein Poser wärst. Da hast du nicht unrecht. Aber so geiler Arcade Racer. Mac? Du hast es vollbracht, Jess. Mac zum Schweigen gebracht. Ich schüttle den Kopf vor Empörung. Denkst du immer noch, du gewinnst, Tai? Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber erst im Ziel. Nicht schlecht, Mann. Glaub nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rav.
das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Okay. Ja, wie gesagt, das geht so ein bisschen noch mehr in Richtung Fast and Furious. Das war ja schon beim letzten Mal der Fall, dass sie so ein bisschen auf cool gemacht haben. Brad hat recht. Stelle sicher, dass du für den Coup bereit bist. Dein Job war es, Teil ins Rennen zu bringen, Navarro. Überlass den schwierigen Teil uns. Hey, Ty, was wirst du mit deinem Teil der Kohle machen? Wow! Jetzt erstmal der Job. Riftmaster. Weißt du, was ich damit mache? Ich hol den 65er Mustang meines Dads in die Staaten und restauriere ihn zum besten Driftwagen in Fortune Valley. Yeah. Alles klar, die quatschen ganz schön viel, oder? Was ist mit dir? Erstmal werde ich meine Schulden abbezahlen. Und mit dem Rest eröffne ich dann vielleicht deinen Laden? Das ist doch meine Antwort. Na schön. Ich besorge mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahre das ultimative Rennen. Das klingt doch mal nach dem Plan. Oh, Mist! Ich bin tot, Jungs. Alles klar. Alter, wo wäre ich schon rausgeschmissen? Okay. Mensch, Mensch, Mensch. Ich verschwinde aus diesem Drecksloch. Wo bist du hin? Nach oben. Was? Silver Rock ist doch super. Du kommst nicht aus dem Barrio. Tyler und ich schon. Ach komm, aus uns ist doch was geworden. Klar, vor allem aus dir. Mach schon, Tyler. Da muss mehr kommen. Entspann dich, Lina. Du weißt, ich krieg das hin, sonst wärst du nicht mit an Bord. Du wirst ein Hypercar voller illegaler Prototypen-Tech klauen. Also sag mir nicht, ich soll mich entspannen. Beruhig dich. Ist ja übelst aggro, Mann. Vielleicht hatte sie lange keinen Sex mehr. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Oh, Alter. Okay, ich hab den Tyler jetzt schon zweimal umgebracht. Sorry. Jawoll! Nicht schlecht, Mann. Wenn du den Sprung beim Job hinkriegst, ist alles in Butter. Hoffen wir's. Unser Küken lernt fliegen. Ich bin so stolz. Also ich sag jetzt schon mal, ich kann mir die ganzen Namen jetzt schon nicht merken. Das sind so viele auf einmal. Eine Sache weiß ich. Der Mechaniker sah aus wie Cavani von PSG. Oh, shit. Schon, du fragst nie. Okay, also wenn man auf dem Schotter fährt, bremst einen das hier in dem Spiel extremst aus. Also so erkältig ist es denn noch nicht, dass es einfach nichts ausmacht. Jede Gang in der Stadt ist scharf auf die Prototypen-Tank in dem Wagen. Wenn wir ihn klauen, sind wir Legenden. Brad, ist mit deinen Käufern alles klar? Ja, aber sie kriegen ihn erst, wenn ich einen Blick unter die Haube geworfen habe. Ich musste all meine Beziehungen spielen lassen, um dich in dieses Rennen zu kriegen. Du darfst nicht scheitern. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Wenn wir das hinkriegen, sind wir Legenden. Dann lass uns mal Geld verdienen. Wir schaffen das, Leute. Holy shit, was ist denn da vorne los? Gut, dass ich nicht der Einzige bin, der dann doch nicht so ein geiler Fahrer ist. Fortune Valley. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Sind alle in Position? Jess? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Raph? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge, aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Wuhu, gut gemacht.
Du hast dich informiert. Hör zu. Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermassel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Okay. 1500 PS, das ist meine Ansage, würde ich sagen. Wow, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt morgen. Beweis es. Mach dich bereit, Ty. Du musst den Sprung unbedingt mit hohem Tempo erwischen. Wir haben nur einen Versuch. Sobald du den Sprung machst, gibt es kein Zurück mehr. Alles klar. Wie wär's, wenn ihr mich noch ein bisschen mehr unter Druck setzt? In Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Es ist soweit, Leute. Versaut es nicht. Mac, Zeit zu springen? Abschussrampe voraus. Houston, wir heben ab! Sprung mit einem 2-Millionen-Dollar Hypercar. Darf ich nochmal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld, Morgan. Bring den Wagen zu Rev. An alle Einheiten, wir suchen nach einem... Oh nein, die Bullerei! Der Wagen ist extrem wertvoll. Zentrale, verfolgen den gestohlenen Regera Code 3. Jo, wahrscheinlich, Alter. Aufgrund des Wertes des Regera muss die Festnahme ohne Größe... Jess, ich hab Cops am Hals. Fahr weiter, ich bin gleich da. Was zum Teufel machst du da, Kleiner? Wonach sieht's denn aus? Lass es. Was du auch vorhast, lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Ist er sauer? Oh, stinksauer. Wir haben ihn. Gesuchter Wagen ist in Silveron. Wir haben ihn, als wenn so normale Bullenkarren... mit mir mithalten können. Jess, wo bist du? Okay, vielleicht doch. Halt durch! Jess! Ich bin hier, Großer. Alter, Alter. Na, zieht euch! Alles klar. Alles klar. Ah, Bats! Jawohl! Oh, fuck! Und tschüss. Junge, ich bin Burnout-Veteran. Achso, übrigens, EA, falls ihr das hört, bitte bringt endlich fucking nochmal ein scheiß Burnout-Spiel raus. Lasst die Jungs endlich mal ein Burnout-Spiel mal wieder machen. Anstatt endlich überall mitzuhelfen, irgendwo. Bei Star Wars zum Beispiel. Criterion, die machen zum Beispiel den Starfighter... Modus bei Star Wars, hab ich gesehen. Der ganz gut, cool gelungen ist, aber ich will endlich ein neues Burnout-Spiel. Beziehungsweise die Leute von Criterion, um das nochmal abzuschließen, die haben mal vor Jahren ein Spiel angekündigt, was genau das werden sollte, was jetzt Crew 2 wird. The Crew 2. Also ein Rennspiel, wo du alle sämtliche motorbetriebenen Fahrzeuge steuern kannst. Flugzeuge, Motorboot, Autos und so weiter. Das wollten die eigentlich machen, die Burnout-Macher. Aber dann wurde es irgendwann eingestellt. Leider, leider. Aber naja. So ist es leider. So ist es leider. Ja, geschafft! Dann bringen wir die Schönheit mal zu Rev. Alles klar. Bring's zu Ende, Kumpel! Fahr schon, Tyler, ich kümmere mich um die Cops. Gut gefahren, Morgan. Deine Crew war die richtige Wahl. Tyler Morgan, 23 Jahre alt, Mutter Sylvia Morgan, Vater leider unbekannt, keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Ja, solche Leute, die solche Autos haben... Die haben auch Beziehungen. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Ja,
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Rev. Die Street Racer sind hier. Ich habe alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Hey, was ist passiert? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Los! Oh, die Bitch. Die Bitch, Alter. War ja auch nichts anderes zu erwarten bei so einer Frisur. Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Fuck! Bring Mac und Rev in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Revs GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Die Cops regeln den Sektor ab. Bin dabei. Oh shit! Den mach ich platt! Okay, ihr Bastarde! Komm schon! Vor dir sind Cops! Bieg rechts ab! Links über den Parkplatz! Oh, Mist! Bullenkarre! Verpiss dich! Du bist bald da, Kai! Dieses Bullenschwein! Niemals! Weitere Straßensperren. Fahr scharf rechts und an der nächsten Ecke links. Okay, verstanden. Wie ich einfach die Gegner, die normalen Fahrzeuge hier wegramme, als wär's nix, Alter. Und tschüss. Wo bist du, Mann? Ist doch egal. Geht's Rev gut? Ich weiß nicht genau, Ty. Er schafft das. Klar, keine Frage. Er muss es schaffen. Bin fast da. Jawoll, Alter, geile Einstiegsmission. Du schlägst dich gut, Tyler, aber noch bist du nicht in Sicherheit. Die Cops kriegen jede Menge Verstärkung. Sie regeln die gesamte Stadt ab. Jess, ich hab Zivilfahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Woher die wohl kommen? Sie kesseln mich ein. Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl... Willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Stell dir vor, neben dir fährt ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ich sag dir, was ich denke. Ich sehe Potenzial. Die Grenzen des Machbaren. Den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgen! Der Boss hätte jetzt gern sein Auto. Ja. Ja, ich bin gleich da. Oh shit, Alter, geiler. Zeit für etwas Spaß. Aston Martin. Yo. Machen wir. Wir haben viel Spaß. Die Einstiegsmission war schon mal sehr, sehr nice. Ich hab Bock drauf. Die Charaktere haben zwar hier und da natürlich so möchte gern coole Sprüche drauf, aber wenn man das letzte Need for Speed kennt. es ist, also vor Peinlichkeit ist das letzte Need for Speed kaum zu übertreffen. Das habe ich noch nie erlebt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ihr das nicht kennt, guckt euch ein paar Videos wenigstens an bei mir.
Das ist alles verlinkt, beziehungsweise, was heißt verlinkt, ihr könnt ja die Playlisten abchecken. Unfassbar peinlich, die Charaktere, aber hier geht's ja. Und ich hab Bock drauf, Leute. Das Spiel sieht geil aus, es steuert sich nice und ich hab eh Bock auf solche Spiele. Falls ihr auch Bock drauf habt, lasst eine Bewertung da. Unterstützt das Ganze, dann könnt ihr auf jeden Fall mit mehr Videos rechnen. Und jo, Leute, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst mich gerne mal wissen, was euer Lieblings-Need for Speed-Teil allgemein ist, falls ihr denn schon mehrere gezockt habt. Wir hören uns beim nächsten Mal auf jeden Fall. Hoffe ich doch. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.